ein Fisch entkommt, der nächste nicht. Wir haben dazugelernt. Wahoo Sashimi und nach Thai-Art. Andrea, sie hält das Schiff über Wasser, während alle verzweifeln. Ja, warum verzweifeln eigentlich alle? Darum. Vielleicht ein Fisch. Wir haben wieder eine zweite Chance. Und aus dem Fehler hoffentlich gelernt. Also noch ist er weit weg von der Brücke. Der muss größer sein. Groß und viel Widerstand. Das heißt, ich würde sagen, vielleicht einer von euch versucht mal. Doch zunächst von vorne. Tag 8. Es ist endlich soweit. Wir steigen auf in die Liga der erfolgreichen Atlantikfischer und das bereichert unseren Speiseplan bis zur Ankunft ungemein. Anspannung, Vorbereitung, Neugierde, was wir diesmal an der Angel haben. Das Mai ist sehr schön. Boah, der ist riesig. Ja, das hat man gemerkt. So, nicht am Schiff ankommen lassen. Ja, komm, mach dich gut auf. Thomas kurbelt und kurbelt und dann ist es soweit. Also, was haben wir gefangen für die Kamera? Wir haben jetzt einen Wahoo gefangen. Keinen Tuna, wie wir geglaubt haben. Und hast du Informationen zum Wahoo? Die versuche ich noch gerade zu finden, ob wir den ausbluten müssen oder nicht. Ich glaube aber nicht. Das war, glaube ich, nur beim Tuna der Fall. Ich bin schon ganz nervös. Ich bereite jetzt den Wahoo zu. Keine Ahnung, wie der schmeckt. Auch keine Ahnung, wie man den zubereitet, aber ich probiere es jetzt einfach. Und ich habe hier schon alles vorbereitet. Den Salat, Zitrone, Butter, Mandeln und Petersil. Da ist der Reis drinnen. Ja, und das nächste kommt der Wahoo. Jetzt mache ich mal Sashimi. Das ist die Vorspeise und dann schauen wir weiter. Von vorn und Sashimi. So, wie hat euch das geschmeckt? Ein Geschenk des Meeres. Sehr gut. Mir hat es auch super geschmeckt. Das ist fein, Christian. Die Vorspeise war erfolgreich, schmeckt köstlich. Okay, ja. Und schneidet sich wie Butter. So, Martin, so sieht es aus. Und dann kommt der Fisch. Und nicht nur er. Ja, schön. Ein großer. Ja, großer, schöner Nacken. Die sind riesig. Sehr groß, aber nicht sehr spielfreudig. Er ist schon wieder weg. Er ist so knapp vorm Schiff, ist er vorbei. Schade. Thomas widmet sich in der Zwischenzeit einem Schaden am Netz. Thomas muss ein Loch flicken. Ist wieder einer? Ah, da. Ja, zwei sind's. Ja, da. Ja, schau. Da seid ihr ja. Na, ihr seid groß. Und weg sind sie. Ah, dort sind sie. Jö. Sie unterscheiden sich deutlich von den kleinen Spielfreudigen, die wir bisher getroffen haben. Das Interesse schwindet schnell. Wir bereiten uns auf die Nachbesegelung vor. Der Kutti ist eingerollt und das Groß kommt ins zweite Riff. Französische Leine kontrollieren bitte. Einfach uns sauber halten. Genau. Und legen dann auch mal ein bisschen Gas weg. Käme schließen bitte am Mast. Gut. Dann. Martin, wie gefällt dir das Fitnessstudio-Schiff?
Ja, super. Ich kann mir es gar nicht besser vorstellen. Du bist so gut trainiert wie noch nie in deinem Leben. Genau. Stimmt's? Segeln macht einen um Jahrzehnte jünger. Das wollte ich hören. Ich zocke. Mitunter kommt auch die Frage, ja, ist das denn gar nicht langweilig, so lange am Atlantik? Nein. Was ist passiert? Wir haben Halbzeit. Halbzeit! Juhu! Halbzeit! 1100! Was für eine Freude! Jetzt muss nur mal der Generator wieder funktionieren. Andrea, Halbzeit! Juhu! Genau. Der Halbzeitkuchen wird gebacken. Ein Karottenkuchen wird's. Ich glaube, ich erfasse manchmal, wenn es eine große kommt, aber das ist eine Idee. Man kann das eigentlich nur über das Wissen erfassen. Also erzähl mir nochmal, wie hoch ist die Dünung? Wir haben heute von dem Sturm, der im Norden durchgezogen ist, laut unserem Wetterbericht so ungefähr 5 Meter Dünungswelle, aber in einer unglaublich langen Frequenz, also es ist nur mit dem freien Auge zu sehen, spürt man es fast gar nicht mehr. Es geht ganz langsam wie ein Lift nach oben und dann wieder ganz langsam nach oben. Aber wenn man so in die Wellen hineinschaut, dann sieht man doch, dass das mächtige Höhenunterschiede sind. Wie unterschiedlich das Wetter war, ne? Die Pepermoon hat gestern um 19:41 gepostet auf der ARK, das stehen Windstille. Nein! Schauen Sie den Sonnenuntergang, da sind wir gerade mit 8 Knoten und fast 16 Knoten Wind dahin gedüst. Erstaunlich. Sogar ein Kugelblitz wurde beobachtet und fotografiert. Der Alltag läuft und kochen. Die Dünung hat sich abgeflacht. Gut, um zu arbeiten. Immer was los auf diesem Schiff. Schon. Und zwar wieder mal eine Kopfüberposition. Kein Wasser. Aber die Pumpe surrt. Sie surrt und wenn man die Hand drauflegt, spürt man auch, dass sich was dreht. Wunderbar. Wir kriegen aber kein Wasser. Das ist ja schräg. Wie geht's euch zwei? Wir versuchen gerade eine englische Pumpe zu verstehen. Hey, ist die so anders? Verzweifelte Blicke, der Generator geht noch immer nicht. Was hast du dir jetzt überlegt? Na, ich glaube, vielleicht das Ventil vergessen zu öffnen. Eine Stärkung und weiter geht die Fehlersuche. Sehen Sie den neuesten Hollywood-Blockbuster. Top Fun. In den Hauptrollen. Thomas Leitgeb, Problemlöser. Für die Runde. Für die Runde. Christian. Unterstützung. Genau. Wir bauen doch. Martin. Technischer Berater und Wetterfrosch. Gut. Und Kletteraffe. Ja, genau. Andrea. Sie hält das Schiff über Wasser, während alle verzweifeln. Und meine Wenigkeit. Ich versuche halbwegs Ordnung im Chaos zu halten. Und die berühmt-berüchtigte Geheimwaffe, der kleine verrostete Faltkübel. Wie lange wird er noch halten? Gott sei Dank haben wir ihn. Das Problem wurde auch schon gefunden. Der Impeller ist kaputt. Tada! Wurde das Geheimnis
des Motoröls gelöst? Ja, man hat rudimentäre Informationen im Maintenance Manual gefunden. Gott sei Dank. Und dann kann man starten? Ja, ich hoffe demnächst. So. Öl ist der Martin gebrannt. So, Martin, die Trichter. Und so nimmt doch noch alles ein gutes Ende und wir können wieder Strom produzieren. Wahoo nach Hausmannskost an mit Gurkensoße und Salzkartoffeln. Übrigens eignet sich die Starlink-Antenne auch gut als Schlafplatz für erschöpfte Wasservögel. Einer hat uns die ganze Nacht begleitet. Wir sind jetzt eine Woche auf See. Schon ein sehr gut eingespieltes Team. Heute Nacht werden wir den Koti umlassen. Es sind, ja, vielleicht Scrolls, aber es schaut recht gut aus vom Wetterbericht. Wir sollten relativ gut durch die Nacht kommen damit. Und was macht man tags darauf? Man schaut einen Film. Räumt die Lebensmittel aus der Bilge. Baut die Pumpe wieder um. Aber es funktioniert alles. Ja, super. Alles funktioniert. Unterstützt dabei. Alles fertig. Nur noch einräumen. Gräbt das Dosenbrot aus. Danke, lieber Erwin. Tag 9, wir sind unter 1000 Meilen. Man kocht. Heute die Wahoo-Variante Kachupa. Kachupa Rica. Nach getaner Arbeit chillt man. Christian steuert das Steuerrad. Ja, genau. Ich filme. Tag 10 unserer Atlantiküberquerung. Wir sitzen jetzt hier am Vordeck und betrachten unseren Koti. Heute um 6 Uhr in der Früh hatten wir Halbzeit. Genau, von unseren 2200 Seemeilen hatten wir die Hälfte erreicht. Jetzt sind es übrigens noch 912, kurz vor Sonnenuntergang, vor uns liegen. Es ist wirklich spannend und interessant, wie unterschiedlich sich der Atlantik so präsentiert. Sowohl für uns, aber auch, was wir von den anderen in der WhatsApp-Gruppe so zu lesen bekommen. Du hast mir heute erzählt, dass ein Schiff in einer Seegraswiese sozusagen drinnen festgesteckt ist und Flaute hatte. Also es ist wirklich spannend, welche Phänomene hier auftreten. Ja, wir prüfen ja jeden Tag auf unserem Schiff alle Blinde und alle Leinen und auch alle Fallen, ob sie irgendwelche Scheuerstellen haben. Für uns sieht es übrigens recht gut aus. Wir haben zwar einmal das erste Reff durchgescheuert, aber an einer Stelle, die wir recht schnell wieder reparieren konnten. Ansonsten sieht es für uns recht gut aus. Bei anderen Schiffen sieht man jetzt schon, dass die Zeit, an der man Material nagt, ein Schiff hat ganz dramatisch seinen Mast verloren. Das Schiff ist mittlerweile zurückgekehrt nach Midelar auf den Kapverden. Auch schon angekommen und alles in Sicherheit. Einige andere Schiffe haben doch erhebliche Schäden an den Fallen und Schoten schon und müssen gerade überlegen, wie sie das reparieren, damit sie ihre Besegelung weiterfahren können. Also man sieht schon, der Zahn der Zeit nagt dann an den Schiffen bei diesem langen Kurs. Man merkt natürlich auch bei uns, dass eine Atlantiküberquerung kein Spaziergang für ein Schiff ist. Hängt immer auch von den Umständen ab. Aber wir hatten ja die erste Woche bis zu den Kapverden durchaus raue Bedingungen und sind jetzt auch drauf gekommen, dass bei unserem Netz eine Stelle zum Flicken war. Genau, ist aber nicht weiter dramatisch und ja, so hoffen wir, dass es auch bleibt und wir
bis auf so kleine Ausbesserungen arbeiten, nichts Größeres vor uns mehr haben. Für heute Abend heute Nacht sind Spalls angesagt. Wir sind jetzt noch am Überlegen, wie die Situation hier sich derzeit gestaltet und ja, wie wir in die Nacht starten werden von der Besegelung her. Genau. Ja, voraussichtlich werden wir heute Nacht wieder auf unsere weißen Segel, also Vorsegel und Großsegel umrüsten. Schon deswegen, weil wir müssen jetzt jeden Tag ungefähr 10 Minuten nach Süden drehen, damit wir am Ende in Grenada ankommen. So wie wir jetzt gerade fahren, würden wir so irgendwo zwischen Martinique und Dominica landen. Da wir am Tag aber gern wieder unsere großen bunten Segel setzen wollen, damit wir schnell fahren, und das heißt, dass wir nicht ganz auf Kurs bleiben können, das heißt, da kommen wir immer ungefähr 4 Minuten nach Norden, wollen wir heute Nacht mal probieren mit einem vor dem Windkurs mit unserem Vorsegel und unserem Großsegel so mal mathematisch gesehen ca. 14 Minuten gut zu machen. Und dann könnten wir morgen wieder mit unserem Kurti untertags schnell fahren. Dann würden wir wieder 4 Minuten verlieren, hätten aber 10 Minuten immer noch nach Süden gewonnen. Wenn wir das 5 Tage lang machen, dann sind wir wie geplant in Grenada. Und ganz egal welches Segel, trotzdem heißt es auch immer wieder den Himmel sehr gut beobachten, um etwaige Squalls frühzeitig zu erkennen. Und das Radar unterstützt uns dabei in der Nacht. Also noch einmal, wie wir unsere Nacht angehen, vielleicht auch die nächsten Tage. Das heißt, wir sind jetzt derzeit auf 12 Grad 50, wir müssen also jeden Tag ungefähr 10 Minuten südlich. Nicht so gern würde ich jetzt ganz große aufwendige Schläge mit dem Kotti machen, aber aus dem Grund, weil wir in der Nacht sowieso eher die Tendenz hätten, mit der weißen Garderobe zu fahren. Jetzt würde ich gern Folgendes probieren, dass wir sagen, wir schauen, dass wir in der Nacht mit den weißen Segeln sowas wie ein Dead Downwind fahren. Dann schauen wir mal, im besten Fall haben wir in der Früh 14, 15 Minuten südlich. Genau. Rüsten wieder auf bunt um und fahren so weiter. Wobei wir die bunte Phase halt jetzt auch ausdehnen werden. Das heißt, wir werden in der Früh die Andrea beim Sonnenaufgang aufwecken. Dass wir wirklich so früh wie möglich schon umrüsten auf das bunte Segel. Und beim Bergen machen wir es auch so, wenn die Sonne im Horizont berührt, fangen wir an zum Bergen. Wenn es dann ein bisschen dunkel wird, ist bei dem Mond kein Thema. Ja. So dass wir wirklich möglichst lange Phase haben, wo wir mit hoher Geschwindigkeit bunt fahren. Dann haben wir maximal ausgenutzt, mit dem Segel zu fahren. Eigentlich wollte ich schon ins Bett gehen, aber nein, jetzt muss ich irgendwas sagen. Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, Christian, was war für dich bisher das schönste Erlebnis bei dieser Atlantik-Überquerung? Wir haben jetzt Halbzeit und da muss man mal alle kurz durchinterviewen. Ja, Sigrid, für mich ist das Schönste das gleichmäßige Vorwärtskommen. Die Tage, die ineinander fließen, dass wir auch immer Wind haben. Und die kulinarischen Highlights natürlich, die wir täglich erleben. Wir haben ja heute gelesen, dass der Wahoo einer der begehrtesten Speisefische überhaupt ist. Also wir haben da wirklich einen tollen Fisch gefangen und Christian hat den Haken nämlich in seiner Verantwortung gehabt und hat es Gott sei Dank nicht vermasselt. Ja. Dankeschön. Gern geschehen. Was hat dir bis jetzt am wenigsten gefallen? Oder? Nein, mir hat bis jetzt wirklich alles gut gefallen. Selbst das Wache gehen geht gut. Ist immer wieder schön. Ein bisschen diskutieren, ein bisschen jetzt mit Vollmond die Wellen genießen. Heute ist die Vollmondnacht und es war gestern schon wunderschön, das Meer silbrig, der volle Mond und auch keine Wolken davor. Schauen wir mal, wie es heute wird. Genau. Und ob uns Squalls erspart bleiben, die brauchen wir nicht unbedingt. Genau, bis jetzt wurde uns ja das komplett erspart. Genau. Und wir hatten immer trockene Nächte und auch Tage. Bis auf die erste Woche Richtung Kap Verden, da war es natürlich anders. Aber das ist jetzt Geschichte. Genau. Hoffentlich. Genau.
gute Nacht. Wie war der heutige Tag? Sehr anstrengend. Das müssen wir morgen angehen. Ja, wir brauchen jeden Tag eine Aufgabe. Genau. Dann schlaf gut. Gut, die wieder rauf. Kurzweilig statt langweilig geht es weiter, bis wir im nächsten Film ankommen. In Grenada, St. George Marina. Was für ein Empfang!